Hallo, David hier. Willkommen zu Kapitel 3 der physikalischen Arbeitsweisen. Wir haben uns in den letzten Videos mit Funktionen auseinandergesetzt und Funktionen benutzt, um verschiedene physikalische Phänomene zu beschreiben. Eine Sache haben wir noch nicht gemacht und das ist der Bereich der Differential- und Integralrechnung. Funktionen an sich sind eine schöne Sache. Aber mit Ableitungen und Integralen kann man mit Funktionen von jetzt auf gleich noch viel mehr machen. Und darum geht es jetzt in Kapitel 3. Wir fangen jetzt ganz einfach an mit einem total offensichtlichen Beispiel für die Ableitung einer Funktion. Aber wir arbeiten darauf hin, dass wir dann eine sogenannte Differentialgleichung bearbeiten können. Und Differentialgleichung, das ist das, womit man in der Physik unglaublich viele Probleme bearbeiten kann. Also, es geht jetzt um folgende Aufgabe. Wenn ich mit einem PKW bergauf fahre, kann der nur eine bestimmte Steigung hinter sich bringen. Ich habe mir mal hier einen ausgedacht, der kann eine Steigung von Winkel Alpha gleich 25 Grad erklimmen. Das ist, wenn ihr euch vorstellen wollt, was auf dem Straßenschild steht, da wird eine Steigung von 46% oder so stehen. Das ist schon ziemlich steil. Und jetzt versucht unser PKW eine besonders steile Strecke, nämlich eine Passstraße mit einem Höhenprofil, so wie ich es da rechts skizziert habe, zu erklimmen. Ich habe hier auch die Formel hingeschrieben. H von x ist 2 mal e hoch x durch 1 plus e hoch x. Frage, kommt der PKW diese Passstraße überhaupt hoch oder wird es irgendwo zu steil? Und ja, anders schon, er kommt da nicht hoch. Wie weit kommt er denn? Also, wenn der PKW hier anfängt, bis wohin kommt er? An welcher Stelle kann er nicht weiter hochfahren? Wie würde man da dran gehen? Überlegt es euch kurz, schnappt euch einen Tee und dann denken wir mal drüber nach. Okay, das Erste, worüber wir hier sprechen müssen, ist, was ist eigentlich mit dieser Steigung einer Kurve gemeint? Also ich kenne eine Steigung einer Geraden. Ja, eine Gerade hat eine Funktionsvorschrift f von x ist gleich m mal x plus n. Und dieses m hier, das ist die Steigung der Gerade. Und wenn ich die Gerade aufmale, dann heißt dieses m, wenn ich eine Einheit nach rechts gehe, geht es m Einheiten nach oben. Was in der Aufgabenstellung ja gegeben war, war der Winkel. Das ist der Winkel hier, das ist Alpha. Und wir wissen, und das hier ist ein rechtwinkliges Dreieck, und damit ist einfach Tangens Alpha gleich m. Aber was ist mit unserer Funktion? Ich habe mal hier einfach eine ganz krumme Funktion hingeschrieben. Wo muss ich denn hier Alpha messen? Da? Oder da? Okay. Die meisten Funktionen haben eben nicht überall dieselbe Steigung, sondern die meisten Funktionen haben überall eine andere Steigung. Und diese Steigung müssen wir irgendwie quantifizieren und das machen wir rein technisch, indem wir hier eine Gerade dranlegen. Das ist eine sogenannte Tangente. Also sie berührt die Kurve an genau einer Stelle und die Steigung dieser Tangente ist die Steigung der Gerade an dem Punkt, wo sie die Kurve berührt. Und das heißt, wenn ich hier woanders, sagen wir in dem Punkt, eine Tangente dran lege, dann ist die Tangentensteigung dort eben eine andere. Okay, jetzt haben wir erstmal geklärt, was meinen wir eigentlich mit der Steigung an einem bestimmten Punkt dieser Kurve. Die nächste Frage lautet, wie kommen wir da dran? Wir müssen das irgendwie berechenbar machen. Und das funktioniert mit der Ableitung. Also, wenn diese Kurve hier der Graph einer Funktion f von x ist, dann ist die Tangentensteigung an einer Stelle x gleich der Ableitung von f von x. Also diese Stelle hier, das ist die Stelle x. Und die Tangentensteigung dieser Tangente, die nennen wir Ableitung von f von x. Wie schreibt man das auf? Nehmen wir erstmal die Variante, wenn es um einen Ort geht. Das heißt, wenn der Funktionsparameter ein x
ein Ort ist. Dann heißt die Funktion vielleicht f von x. Und dann haben wir zwei Möglichkeiten, diese Ableitung hinzuschreiben. Das eine ist, wir schreiben f' von x. Die Schreibweise kennt ihr vielleicht aus der Schule. Aber manchmal wollen wir genau sagen, nach welcher Variablen wir ableiten. Und dann benutzen wir diese Schreibweise df nach dx. So spricht man das aus. Df nach dx. Das sieht aus wie ein Bruch. Es werden jetzt gleich auch noch ganz viele Brüche kommen, die ganz ähnlich aussehen. Aber das da ist kein Bruch, sondern das ist die Ableitung der Funktion f nach x. Das andere, was wir in der Physik ja ganz häufig haben, ist eine Funktion, die nicht vom Ort abhängt, sondern von der Zeit. Also vielleicht f von t. Da haben wir eine leicht andere Schreibweise. Wir können entweder wieder df nach dt schreiben oder wir können eine Schreibweise nehmen, die so ähnlich aussieht wie f'. Wenn wir deutlich machen wollen, ist die Ableitung nach der Zeit gemeint, nennen wir das häufig f'. Warum machen wir das? Naja, es kommt schon mal vor, dass man dieselbe Funktion mal nach dem Ort, mal nach der Zeit ableiten will und dann haben wir eben zwei verschiedene Schreibweisen. Jetzt habe ich aber immer noch nicht erklärt, wie wir also an die Tangentensteigung kommen. Ich habe jetzt nur gesagt, die Tangentensteigung an einem Ort x, die nennen wir Ableitung. Aber wie berechnen wir die? Okay, also gehen wir mal davon aus, wir haben hier so eine Kurve, die habe ich da hingemalt. Und eine Stelle, die nennen wir jetzt x0, und an der Stelle suche ich die Ableitung. Also ich suche f' an der Stelle x0 und das heißt, ich suche nichts anderes als die Tangentensteigung in diesem Punkt. Naja, aber eine Tangente, da müsste ich ja irgendwie schon die Steigung wissen, um das rechnerisch handhabbar zu machen. Denn eine Gerade kann ich ja nicht einfach durch einen Punkt durchlegen. Was ich machen kann, ist eine Gerade durch zwei Punkte legen. Und das tun wir jetzt einfach. Ich nehme hier ein. An der Stelle x. Ja, jetzt habe ich zwei Punkte und da kann ich eine Gerade durchlegen. Und die Geradensteigung dieser Gerade können wir bestimmen. Das ist die sogenannte Sekante. Wie groß ist die Steigung einer Gerade? Naja, das ist ganz einfach. Das ist der vertikale Abstand, also der Höhenunterschied, durch den horizontalen Abstand. Der vertikale Abstand, das ist einfach f, also der Funktionswert an der Stelle x, minus f, also der Funktionswert an der Stelle x0. Und der horizontale Abstand? Naja, das ist hier einfach x minus x0. Was ich jetzt gerne machen würde, ich würde gerne eine leichte Vereinfachung einführen. Und zwar möchte ich gerne hier den horizontalen Abstand nehmen. Den nennen wir Delta x. Ja, Delta kennt ihr, das sind Abstände. Und wenn ich die Funktion damit umschreibe, dann kann ich einfach sagen, x minus x0, das ist Delta x. Und f von x, das ist einfach x0 plus Delta x. Ja, selbe Formel, selbe Bedeutung, nur das Delta x im Nenner, das ist gleich ein bisschen praktischer. Okay, das ist also die Sekantensteigung. Und jetzt machen wir Folgendes. Wir wollen ja die Tangente, die nur noch durch x0 geht. Wir müssten also gedanklich das x immer näher an das x0 ranschieben, also hier entlang. Und dann können wir uns schon mal vorstellen, wenn wir hier das x hingelegt haben, ja, dann ist die Tangente schon fast nah dran. Ja? Je näher das x am x0 dran liegt, desto eher ist unsere Sekante so wie die Tangente, die wir wollen. Und mathematisch gibt es da eine Art, das auszudrücken, wo man sagt, okay, wir schieben das jetzt so nah dran, bis es fast nicht mehr von 0 zu unterscheiden ist. Das ist der Limes. Die Tangentensteigung kann man also wie folgt hinschreiben. Das ist der Limes für Delta x gegen 0. Und zwar der Limes wovon? Naja, von der Sekantensteigung. Wenn ihr Mathematik studiert, werdet ihr euch in der Analysis über diesen Limes ganz viel Gedanken machen. Was wir jetzt hier brauchen, ist nur Folgendes. Das bedeutet nichts anderes als, nimm diesen Bruch und berechne ihn für den Fall, dass Delta x immer kleiner, immer kleiner, immer kleiner wird und immer näher an die 0 drankommt. Wenn ihr euch jetzt fragt, warum setze ich dann nicht einfach Delta x direkt auf 0? Dann bin ich doch fertig. Ja, hier müssten wir dann 0 einsetzen. Und durch 0 teilen, das ist ja genau das, was wir nicht können. Ja? Deswegen diese Limesbildung. Okay. Aber kann man das einmal irgendwie praktisch? Ja, ihr kriegt mal ein Beispiel.
Wir nehmen eine ganz einfache Funktion. Wir nehmen diese hier, f von x gleich x². Die habe ich da rechts mal eingezeichnet. Und wir hätten gerne die Ableitung dieser Funktion an der Stelle 1. Also das heißt, unser, was gerade x0 hieß, das liegt da. Okay, was nehmen wir also? Naja, wir nehmen einen weiteren Punkt, x, und den wollen wir gleich da dran schieben. Ja. Na, schreiben wir es mal auf. Also die Sekantensteigung ist f von, also x0 plus Delta x. Delta x, dieser Abstand hier. Ne? x0 ist gleich 1. Also 1 plus Delta x minus f von 1. Und im Nenner steht unser Delta x. Okay, das können wir ein bisschen vereinfachen. Das ist hier einfach 1 plus Delta x in Klammern zum Quadrat minus f von 1, ist also 1 Quadrat. Und im Nenner steht immer noch Delta x. Können wir das noch weiter vereinfachen? Ja, bestimmt. Wir können mit der ersten binomischen Formel das in Klammern zum Quadrat ausklammern und dann steht da 1 Quadrat. Das können wir mit dem 1 Quadrat wegkürzen. Das fliegt also raus. Und dann steht da 2 mal 1 mal Delta x plus Delta x Quadrat. Und das Ganze immer noch durch Delta x geteilt. Ja? Die 1 vorne, 1 Quadrat, mit der 1 Quadrat hinten habe ich einfach direkt schon weggelassen. So, und jetzt können wir ja hier kürzen. Also Delta x ist ja nicht 0. Ne? Das heißt, wenn Delta x nicht 0 ist, können wir ja einfach durchkürzen. Also hier im Zähler klammere ich ein Delta x raus, dann bleibt da 2 plus Delta x stehen und im Nenner habe ich auch ein Delta x. So, das heißt, hier steht 2 plus Delta x. Schön. Das ist also die Sekantensteigung. Für jedes Delta x habe ich eine Sekante mit der Steigung 2 plus Delta x. Jetzt kann man die Tangentensteigung bestimmen. Das ist ja einfach die Sekantensteigung für den Fall, dass ich Delta x gegen 0 gehen lasse. Also Limes von Delta x gegen 0 von 2 plus Delta x. Okay, jetzt ist das nicht besonders schwer. Ich kann ja, wenn ich Delta x einfach immer kleiner und kleiner zu 0 werden lasse, dann kann ich ja auch gleich einfach 0 einsetzen. Ja? In diesem Fall geht das ganz einfach und es kommt 2 raus. Das heißt, wenn ich an meine Parabel hier eine Tangente einzeichne, dann hat die eine Steigung von 2. Schön. Häufig will ich aber nicht die Steigung an einer bestimmten Stelle, sondern ich will direkt für alle möglichen x0 die Steigung. Das geht ja genauso. Also wir suchen jetzt die Steigung f' an der Stelle x für einfach irgendein x. Wobei, wir nennen es mal für den Moment x0. Dann kommen wir gleich mit den Bezeichnungen nicht durcheinander. Also, die Sekantensteigung. Naja, das kennt ihr mittlerweile. Ne? Ich schreibe es einfach schnell hin. Das ist f von x0 plus Delta x minus f von x0 und das Ganze durch Delta x. Ja, kann ich das wieder vereinfachen? Genau wie eben. Wir setzen hier vorne x0 plus Delta x zum Quadrat. Und dann minus f von x0 ist ja einfach x0 Quadrat. Und im Nenner steht immer noch das Delta x. Okay, ich nehme jetzt mal Zeit, das ein bisschen ausführlicher auszurechnen. Also, erste binomische Formel. Da steht also x0 Quadrat plus 2 mal x0 mal Delta x plus Delta x zum Quadrat. Und dann minus x0, nicht vergessen. Und das Ganze durch Delta x. Okay, da können wir genauso kürzen wie gerade eben. Also erstmal kürzen wir das x0 Quadrat raus. Ja, da haben wir hier x0 Quadrat minus x0 Quadrat, weg damit. Dann haben wir hier nur noch Terme mit einem Delta x. Das heißt, wir können 2x0 Delta x, da können wir x0 rausdividieren, x0 Quadrat Delta x rausdividieren und hier das Delta x fliegt auch raus. Was kommt also raus? Naja, jetzt Überblick behalten, das sind also 2 mal x0 plus Delta x. Schön. Das ist also die Sekantensteigung an einer beliebigen Stelle x0 mit einem beliebigen Abstand Delta x. Ja, und jetzt wollen wir die Tangentensteigung. Das haben wir ja jetzt wieder passend umgebaut, sodass wir für das Delta x nicht langfristig uns überlegen müssen, was passiert, wenn man das gegen 0 gehen lässt, sondern wir können einfach sagen,
da kommt für Delta x gleich 0 einfach 2 mal x0 raus. So, jetzt habe ich die ganze Zeit x0 eingesetzt, um den Überblick nicht zu verlieren. Meistens heißt ja der Parameter von der Funktion einfach nur x. Das heißt, für f von x, f' von x, ist das gleich 2 mal x. So, und jetzt habe ich eine Funktion, mit der ich für jedes x einfach die passende Tangente an der Stelle einsetzen kann, ausrechnen kann. Also für x gleich 0, das wäre hier unten, habe ich diese Tangente in einer Steigung von 2 mal 0. Für x gleich 1 haben wir gerade schon ausgerechnet, Steigung von 2. Für x gleich minus 1, Steigung von minus 2. Und für alle anderen Punkte auf dem Graphen genauso. Okay, an der Stelle ein kurzer Hinweis. Dieser Differenzenquotient, den benutzt man nicht häufig. Manchmal gibt es schwierige Funktionen, wo es sich lohnt, den Differenzenquotienten im Detail einmal durchzurechnen. Aber praktisch machen wir das anders. Praktisch machen wir das mit unserem Funktionenbaukasten. Irgendjemand hat sich mal hingesetzt und für viele Funktionen aus dem Funktionenbaukasten einfach deren Ableitung ausgerechnet. Und irgendjemand hat sich mal hingesetzt und für die Regeln, mit denen wir aus den einfachen Funktionen im Baukasten kompliziertere Funktionen zusammensetzen können, auch jeweils Ableitungsregeln aufgestellt. Und wenn man die kennt, dann kann man für alle möglichen komplizierteren Funktionen einfach die Ableitung zusammenbauen. Und das machen wir jetzt. Okay, ich habe einfach mal ein paar einfache Funktionen aus unserem Funktionenbaukasten genommen. Das sind die, die in der Physik häufiger vorkommen. Und für die sollte man sich jeweils die jeweilige Ableitung merken können. Das sind nur 9 Stück, das könnt ihr euch, glaube ich, merken. Fangen wir mal an. Wenn f von x gleich c ist und c ist einfach eine Konstante, naja, wie wird wohl die Steigung der konstanten Funktion sein? Die ist einfach 0. Dann gibt es ganz häufig Polynome, also irgendwas x hoch 1, x hoch 2, x hoch 3 oder so. Ich habe es hier einfach mal x hoch r genannt. Naja, vielleicht kennt ihr die Regel aus der Schule. Erstmal wird daraus ein Polynom vom Grad ein weniger, also x hoch r minus 1. Und das r ziehen wir davor. Also x hoch r abgeleitet wird r mal x hoch r minus 1. Das haben wir im Grunde gerade schon gemacht. Also für x Quadrat kommt daraus, da ist ja r gleich 2, also 2 mal x hoch 1, also 2 mal x. Das haben wir gerade ausgerechnet. Die Wurzel aus x ist ja im Grunde auch dasselbe. Also die Wurzel aus x ist ja x hoch 1/2. Und wenn ich das einfach mit dieser Regel ableite, dann komme ich auf f von f' von x ist gleich, naja, 1/2 nach vorne ziehen und dann x hoch 1/2 minus 1. 1/2 minus 1 ist also x hoch minus 1/2. Das könnte schon unsere fertige Ableitung sein. Das kann ich noch ein bisschen schöner schreiben. Also x hoch minus irgendwas ist dasselbe wie 1 durch x hoch dasselbe. Und jetzt kann ich die Wurzel wieder einsetzen und komme dann auf 1 durch 2 Wurzel x. Das tragen wir hier schnell ein. Für alle anderen Wurzeln funktioniert das genauso. So, Sinus, Cosinus und Tangens. Sinus und Cosinus schwingen ja beide hin und her und die Ableitung des einen sieht immer so ähnlich aus wie der anderen. Man muss nur aufpassen an zwei Stellen. Das eine ist, Sinus von x hat die Ableitung Cosinus von x und Cosinus von x hat nicht etwa die Ableitung Sinus von x, sondern minus Sinus von x. So, und für den Tangens, den kann man sich einfach aus Sinus und Cosinus zusammensetzen. Tangens ist ja Sinus durch Cosinus. Wir werden gleich die Quotientenregel kennenlernen. Und dann kommt da raus 1 durch Cosinus Quadrat. Das andere, worauf man aufpassen muss, ist, diese einfachen Ableitungsregeln für Sinus und Cosinus, die gelten nur im Bogenmaß. Im Gradmaß muss ich jeweils berücksichtigen, dass ich da einen Vorfaktor rauskriege, nämlich Pi durch 180 Grad. Wenn ihr noch nicht überzeugt davon seid, dass ihr im Bogenmaß rechnen solltet und nicht im Gradmaß, also Winkel immer als Pi, Pi halbe, 3 halbe Pi und so angeben solltet, dann überzeugt euch vielleicht das hier. Die Ableitungen für Sinus und Cosinus sind im Bogenmaß
wesentlich einfacher als im Gradmaß. Und die Ableitung vom Tangens will ich hier im Gradmaß gar nicht erst hinschreiben. Das wird noch schlimmer. E hoch x, a hoch x, ln x. Warum fange ich da mit dem e hoch x an, also mit der natürlichen Exponentialfunktion? Naja, weil die ein cooles Feature hat, die Ableitung von e hoch x ist einfach e hoch x. Für die anderen Basen gilt das nicht. Also wenn ich irgendeine andere Basis a habe, ist die Ableitung ln a mal e hoch x. Und so ähnlich ist es auch beim Logarithmus. Wieder der Logarithmus zur Basis e, also der natürliche Logarithmus, der hat eine ganz einfache Ableitung. Das ist nämlich einfach 1 durch x. So, das sind also die Funktionen aus unserem Funktionenbaukasten. Die können wir jetzt zusammensetzen zu komplizierteren Funktionen und zu Funktionen, die wir in der Physik dann wirklich auch benutzen. Wir haben gesehen, es gibt so ein paar Möglichkeiten, die Funktionen zusammenzusetzen. Also zum Beispiel eine Konstante davor multiplizieren, Funktionen addieren, Funktionen miteinander multiplizieren oder durcheinander dividieren oder Funktionen verketten. Ja, und für jedes davon können wir uns jetzt überlegen, wie sieht denn die Ableitung davon aus? Das sind sogenannte Ableitungsregeln. Das funktioniert immer so, dass man sagt, okay, das g von x, das ist gesucht. Und wenn ich a und b hier habe, dann heißt das a' und b' sind bekannt. Weil a und b zum Beispiel Funktionen aus der Tabelle gerade eben sind. So, schreiben wir es hin. Wenn g von x eine Konstante mal eine Funktion a von x ist, dann ist g' von x einfach dieselbe Konstante mal a' von x. Ja? Konstanten bleiben beim Ableiten einfach erhalten. Eine Summe. Das geht ganz einfach. Ich kann einfach jeden einzelnen Summanden ableiten und dann wieder aufsummieren. Also das ist a' von x plus b' von x. Bei Produkten geht das leider nicht so einfach. Wie sieht das aus? Also ich nehme erstmal a von x, b von x und hier leite ich das a ab. Okay, plus a von x, b von x und jetzt leite ich das b ab. So, die Quotientenregel, die sieht auf den ersten Blick so ähnlich aus wie die Produktregel, ja, nur mit einem Minus. Und da muss man auf die Reihenfolge achten, also a'b minus ab'. Nicht vertauschen, sonst steht das Minus an der falschen Stelle. Und es wird wieder ein Quotient, aber der Nenner ist einfach der alte Nenner zum Quadrat. Okay, die Kettenregel, die kennt ihr erst entweder in der Schreibweise, dass wir sagen, g ist von a von b von x. Oder die Schreibweise darüber, a nach b ist unsere neue Funktion und das ist dann x. Naja, und wie merke ich mir das? Ich merke mir innere mal äußere Ableitung. Oder g' von x ist gleich die innere Ableitung mal die äußere Ableitung. Oder in der Verkettungsschreibweise ist das einfach a' verkettet mit b mal b'. Und das Ganze ist dann eine Funktion von x. Okay, mit diesen Ableitungsregeln können wir also aus einfachen Funktionen komplexe Funktionen zusammenbauen und dann eben die Ableitung davon bestimmen. Wenn ihr wissen wollt, wie man diese Ableitungsregeln einzeln herleitet, da gibt es 1000 Videos bei YouTube, die euch das erklären. Es steht auch in so ziemlich jedem Oberstufen-Mathebuch. Das ist das Werkzeug, mit dem wir jetzt an unsere Aufgabe mit dem Auto dran gehen können. Also nochmal, was war die Sache? Der PKW fährt diese Passstraße hoch und das Höhenprofil ist mit h von x beschrieben. Und wir wissen jetzt, die Steigung, die die Stelle an einer Stelle x hat, ist h' von x. Und wir suchen eine bestimmte Stelle, nämlich eine Stelle x0. Und an dieser Stelle x0 muss die Steigung gleich der maximal vom PKW schaffbaren Steigung sein, also gleich m. Und m wiederum konnten wir aus dem Steigungswinkel bestimmen als Tangens Alpha. Und nur fürs Protokoll, m ist gleich 0,466, also der Tangens von 25 Grad. Sagt mein Taschenrechner zumindest. Ja, das können wir ausrechnen. Wir brauchen zwei Dinge. Erstens müssen wir h' ausrechnen. Das machen wir als erstes. Und dann müssen wir die Stelle x finden, wo h' von x gleich m ist. Das machen wir als zweites. Okay, naja, wir brauchen die Ableitung von h von x. Das ist ein Quotient, also sinnvollerweise berechnen wir erstmal die Ableitung von Zähler und Nenner. Die Ableitung vom Zähler,
Die schreibe ich mal so hin. Ja, d nach dx, hatten wir gerade gesehen, so schreiben wir Ableitung nach x und dann einfach die Funktion 2 mal e hoch x. Das ist eine Konstante mal e hoch x. Konstanten haben wir gesehen, bleiben erhalten. Und e hoch x haben wir gesehen, hat eine Ableitung, die heißt einfach e hoch x. Ganz einfach. Der Nenner ist ein bisschen komplizierter, aber nicht viel. Erst die Ableitung von 1, das ist 0, plus die Ableitung von e hoch x, das ist e hoch x. Ja? Einfach die Summenregel, Summen kann man termweise ableiten. Na gut, und jetzt setzen wir das ein und benutzen die Quotientenregel. Kriegt ihr sie noch hin? Der Nenner ist ganz einfach, 1 plus e hoch x in Klammern zum Quadrat. So, und im Zähler, da brauche ich die Ableitung des Zählers mal den Nenner. 2 e hoch x ist die Ableitung des Zählers, das ist die der Nenner. Minus den Zähler mal Ableitung des Nenners. Okay, das sieht furchtbar kompliziert aus. Kriegen wir das irgendwie einfacher hingeschrieben? Vielleicht wird es besser, wenn wir das hier mal ausmultiplizieren. Also das sind ja 2 mal e hoch x plus 2 mal e hoch x e hoch x. Ah ja, da wird es tatsächlich ein bisschen einfacher, denn hier 2 e hoch x e hoch x minus 2 e hoch x können wir kürzen. Und dann kommt hier raus 2 mal e hoch x durch 1 plus e hoch x, Klammern zum Quadrat. Wir suchen also ein x, so dass m gleich 2 mal e hoch x, 1 plus e hoch x, Klammern zum Quadrat ist. Und das müssen wir jetzt irgendwie nach x auflösen. Und ein Trick, den wir da machen können, der es einfach nur übersichtlicher macht, ist eine sogenannte Substitution. Eine Substitution ist einfach nur eine Kurzschreibweise. Ich sage e hoch x, das nenne ich jetzt einfach groß E. Wenn ich damit das nochmal hinschreibe, dann ist das m ist gleich 2 mal groß E durch 1 plus groß E zum Quadrat. Ja, ich habe an der Substanz dieser Gleichung nichts gemacht. Ich kann jetzt einfach nur mit dem E ein bisschen freier hantieren und kann mal ausprobieren, was hier so passiert, wenn man das umformt. Ich will erstmal das Quadrat hier aus dem Nenner kriegen. Das multipliziere ich also auf die andere Seite und dann wende ich direkt die binomische Formel an. Also das ist m mal und dann 1 plus e in Klammern zum Quadrat ist ja 1 Quadrat plus 2 mal e plus e Quadrat. Und auf der anderen Seite steht noch 2 mal e. Ja, das sieht ein bisschen aus, als wäre das eine quadratische Gleichung in e. Naja, da wissen wir doch, wie wir die lösen können. Also sortieren wir erstmal nach e Quadrat, e und ohne e, also m mal e Quadrat. Und dann mit e haben wir hier, wenn ich das alles zusammensetze, 2 mal m minus 1 mal e. Ja, da habe ich mir einfach dieses m mal 2e genommen und minus 2e gerechnet. Und dann das m minus 1 ausgeklammert. Und dann haben wir hier noch m. Auf der anderen Seite bleibt 0 übrig. So, wenn ich die PQ-Formel anwenden will, dann muss ich noch durch m teilen, also e Quadrat plus 2 mal m minus 1 durch m mal e plus 1 ist gleich 0. So, ich habe die PQ-Formel nicht im Kopf. Wenn ich das lösen müsste in der Klausur, würde ich eine quadratische Ergänzung machen, aber das erspare ich euch jetzt. Ich habe es einfach schon mal ausgerechnet und hier hingeschrieben. Das ist also e ist gleich minus m1 durch m plus minus Wurzel aus m minus 1 durch m in Klammern zum Quadrat minus 1, Ende der Wurzel. So, das heißt, wir haben für e zwei Lösungen, die hier rauskommen. Die eine nenne ich e plus, das ist da, wo ich das Plus vor der Wurzel nehme. Die andere nenne ich e minus, das ist da, wo ich das Minus vor der Wurzel nehme. Und um ehrlich zu sein, jetzt gerade weiß ich noch nicht, welche von den beiden Lösungen wir brauchen. Gucken wir mal. Also e plus ist 1,7011 und e minus 0,5878. Jetzt suche ich aber gar nicht e. Ich suche ja x. Und es war doch e gleich e hoch x. So, das heißt, wenn ich das jetzt nach x auflösen will, muss ich ja x gleich ln e nehmen. Okay, das kann ich ja einfach von beiden Zahlen nehmen, den Logarithmus, dann kriege ich ein x plus ist gleich 0,5313 und ich kriege ein x minus, das ist minus 0,5313.
Und jetzt kann ich mir noch den Funktionswert an der jeweiligen Stelle nehmen. F von x plus ist 1,25 irgendwas. Und f von x minus ist irgendwas von 0,75 irgendwas. Ja, und welches x ist es jetzt? Das Plus oder das Minus? Naja, letzter Schritt. Wir müssen interpretieren. Also ich habe hier nochmal den Funktionsgraphen hingemalt, h von x. Und jetzt haben wir zwei x. Das eine liegt bei minus 0,5, das heißt x minus. Und hier ein Funktionswert von 0,75 ungefähr. Das andere x liegt genau auf der anderen Seite, bei plus 0,5 irgendwas, hat einen Funktionswert hier von 1,25. Ja, welches x ist es? Wir stellen uns das einfach mal gerade vor. Also das Auto, Leute, versucht nie mit so einem Auto so einen Steinberg hochzufahren. Also das Auto fährt hier hoch und hier ist die erste Stelle, an der die Steigung 25 Grad erreicht. Hier hinter ist die Steigung steiler als 25 Grad. Da kommt das Auto nicht hoch. Wenn es hier hochkommen würde, wäre ab hier die Steigung wieder flacher als 25 Grad. Aber so weit kommt unser Auto gar nicht. Das heißt, die Antwort ist x minus, sind minus 0,53 irgendwas. Und bis zu der Stelle kommt unser Auto. Okay, das war jetzt eine ganze Menge. Wir haben irgendwie das, was man in der Schule in vielleicht einem halben Jahr an Ableitungen und so macht, in einer Vorlesungssitzung, in einem Video zusammengekürzt. Ja, stimmt. Anders als in Mathe in der Schule braucht ihr nicht jede Herleitung von dem, was hier gerade stand, zu können. Ihr braucht nicht mit einem Differenzenquotienten herzuleiten, warum die Quotientenregel so ist, wie sie ist. Was ihr können müsst, ist das anzuwenden für physikalische Zusammenhänge. Also ihr müsst in der Lage sein, eine komplizierte Funktion mit unserem Funktionenbaukasten in einzelne Funktionen zu zerlegen und damit die Ableitung hinzukriegen. Und ihr müsst dann sagen können, was das mit der Wirklichkeit zu tun hat. Das ist ja jetzt der letzte Schritt. Wir hatten zwei x raus, aber nur eins davon ist auch die Antwort auf unsere Frage. Und es war nicht auf den ersten Blick klar, welches von den beiden. Diese Ableitung kann man an ganz vielen Stellen in der Physik benutzen. Die nächsten beiden Videos werden davon handeln, dass erstens es Größen in der Physik gibt, die einfach als Ableitung anderer Größen definiert sind. Und das hilft uns, die auch mit Mitteln der Mathematik mit diesen Werkzeugen handhabbar zu machen. Und das nächste wird sein, dass wir die Ableitung benutzen können, um Prozesse zu optimieren. Das ist im Grunde nichts anderes als eine Anwendung der Kurvendiskussion, wo man Maxima und Minima finden muss, nur dass das jetzt eben Physik ist und nicht mehr einfach nur reine Mathematik. Das machen wir nicht heute, das machen wir anders. Für heute ist genug mit den Ableitungen. Macht's gut. Tschüss.